darf Sie recht herzlich begrüßen zum Kunstpreis, zum 9. Kunstpreis von Hauser Consulting. Manche von Ihnen sind ja treue Mitfeierer dieses Kunstpreises und können sich an die letzten Kunstpreise gut erinnern. Ich freue mich sehr, dass Neo Rauch auf Miriam Völker hingewiesen hat, dass du persönlich da bist. Herzlich willkommen. Weshalb eigentlich sind wir hier? Weshalb eigentlich ein Kunstpreis? Weil wir als Berater, wir in unserer eigenen Profession, weil wir so viel lernen durch die Beschäftigung mit der Kunst. Mit der Kunst, mit den Künstlern und mit dem künstlerischen Prozess. Das ist es, was uns ganz viel Inspiration gibt. Also, ich glaube, wenn es eine Parallele gibt zwischen guter Beratung und guter Kunst, dann ist es, dass sie öffnet, ohne zu werten. Und ich glaube, heute haben wir jemanden zu Besuch, zwei Personen zumindest zu Besuch, denen das in großartiger Weise gelingt. Öffnen, ohne zu werten. Und unser Laudator für den heutigen Tag, und wir sind wirklich stolz, dass Sie heute hier sind und sehr dankbar dafür. Das ist nun ein Mann, der es geschafft hat, Bilder von berückender Schönheit zu malen, die uns aber so nachhaltig verstören können, dass wir sozusagen durch den puren Anblick gezwungen sind, in diesen inneren Suchprozess zu gehen. Was sagt mir dieses Bild? Was macht es mit mir beim Vorangehen? Ich freue mich sehr, Professor Rauch, dass Sie hier sind und würde Ihnen gerne das Wort übergeben für die Laudatio für Miriam Völker. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Miriam, immer wieder erfüllt es mich mit Erstaunen und Rührung, wenn viele Personen zusammenströmen, wenn sich Menschenmassen in Bewegung setzen, um sich auseinanderzusetzen mit Vorgängen, mit Sachverhalten, die auf einem Stück Stoff ausgehandelt worden sind. Ich denke, um eine solche bannende Qualität dessen, was von dieser Leinwand abstrahlt, gewährleisten zu können, muss man unbedingt das große Kind in sich wach halten. Wir müssen uns um diesen magnetischen Charakter eines Bildes zu gewährleisten, tief in uns selbst hinabsenken. Das heißt, gehe in dich, erforsche dich selbst. Aber der Künstler ist gut beraten, wenn er sich selbst umkreisend bewegt. Und das führt ihn natürlich durch alle möglichen Regionen auf dem Weg zu sich selbst. Eben auch durchs Dickicht. Ich bin jetzt unmittelbar bei Miriam Völkers Bildern. Das Dickicht, der Unort im Grunde genommen, eine Zone, in der man sich verirren kann, in der man sich verhakt. Und Miriam Völker hat auf mich, seitdem es mir vergönnt war, ihre Bekanntschaft zu machen, immer diesen Eindruck gemacht, als gäbe es da etwas. Es ist etwas in ihrer Person, das eine Stringenz ausstrahlt, der man nicht ohne weiteres mit läppischen oder beiläufigen Tipps und Vorschlägen in die Parade fahren kann. Und dann kann man sich durchaus fragen, was ist mit der Miriam los, dass sie uns ins Unterholz führt? Führt sie uns auf den Holzweg? Befindet sie sich selbst darauf? Will sie uns der Lichtung zuleiten? Und man kann sich eben fragen, was hat es für eine Bewandtnis mit diesen Behausungen? Das Provisorische, das Fragile unserer Behausungen, dieses außerordentlich Provisorische, das uns da gelegentlich anscheint und uns verunsichert, diese Behausungen, aus denen heraus wir beobachtet werden könnten,
diese Schlupfwinkel zweifelhafter Existenzen. Man kann sich fragen, was sagt das über Sie aus? Ist das überhaupt relevant? Ich denke schon, dass es eigentlich eher darum geht, eine eigentümliche Künstlerpersönlichkeit in ihrer Entfaltung zu erleben. Mir geht es so, dass ich, wenn ich einen Raum betrete, in dem Miriam Völkers Bilder hängen, das Gefühl einer eigentümlichen Feierlichkeit habe. Einer eigentümlichen Feierlichkeit, einer Beruhigtheit, unter deren Oberfläche etwas schlummert, etwas möglicherweise Ungutes. Aber ich habe das Gefühl, die Dinge sind in einem Balancezustand. Miriam riskiert den Umgang mit kontaminiertem Material, mit verseuchtem Gelände. Man kann an alles Mögliche denken. Man kann an Tschernobyl denken. Man kann an Mordstätten denken. An Orte unausdenkbarer Geschehnisse. Aber sie vermählt all das mit dem Guten. Das heißt, im Grunde genommen mit dem Gutgemachten. Und ich glaube, das gelingt der Miriam, weil sie sich den Dingen, die sie auf ihre Leinwände band, mit Liebe zuwendet und nicht mit Hass. Selbst den von ihr so gehassten Hochsitzen wendet sie sich, wenn sie malt, mit Liebe zu. Also der Pinsel als ein Instrument der Liebe und der Versöhnung und nicht der Angriffslust. Ich habe dann einfach festgestellt, dass Miriam Völker in eine Situation ihres Schaffens eingetreten ist, sehr frühzeitig, wie ich meine, die einer Würdigung bedürftig ist, weil einfach alles sehr, sehr reif anmutet. Und nun bleibt mir nur noch zu hoffen, dass der Gang in die Vertikale hinein, in das Selbst, auch um in der sozusagen im Paradox zu bleiben, auch eine Horizontale kennt. Und das Werk sich irgendwann einmal auch jenseits des Dickichts dann neuen Lichtungen zuwendet. Und darauf bin ich sehr gespannt. Sie hat noch mindestens 50 Jahre Zeit dafür. Ein Malerleben ist lang. Es gibt keine Rente und so weiter. Es macht sehr neugierig und ich gratuliere dir, Miriam.